Und ja, ich darf Sie jetzt ganz herzlich hier auf die Bühne bitten, Herr Professor Meinl. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Digitale Transformation und Innovation. Wir waren schon beim nächsten Bild. Es haben, glaube ich, nur die Chance, die ganz vorne sitzen, hier den Witz des Bildes zu erkennen. Nämlich, ich weiß nicht, ob Sie hier unten, also da stehen wir, wenn Sie digitale Transformation, digitale Veränderung als etwas sehen, was jetzt nicht nur ein bisschen die Betriebsorganisation ändern oder an den Produkten ein bisschen was zu tun, sondern wenn man das schon als einen sehr grundsätzlichen Wandel versteht. Nur zwei Worte dazu, das ist so eine aus dem All gesehene Lichtmappe, wo überall was passiert, alles verbunden. Nicht wie früher irgendwie 10 Tage Schiff fahren, dann ist man in New York und dann muss man nochmal übers Land reisen, bevor man an der Westküste ist, sondern in Sekundenschnelle. Die Zahl der Geräte, und das ist nur ein einziger Chart, den ich zeige, die Zahl der mobilen Geräte mit diesem exponentiellen Anstieg, den berühmten Hockeystick. Und dieser exponentielle Anstieg, das ist mathematisch auch für die Computerwissenschaften immer was insofern Schwieriges, weil das die normalen Dinge außer Kraft setzt. Wenn etwas linear steigt und mehr Rechenkraft braucht oder Geschwindigkeit, dann kriegt man das irgendwie hin. Wenn das aber sich in jeder Stufe verdoppelt, exponentiell verändert, dann sind die Verfahren, die funktionieren, sehr schnell in einem Zustand nicht mehr zu funktionieren. Dann sind die Leistungen, die bisher bezahlt werden konnten, sehr schnell nicht mehr zu bezahlen. Also dieses Exponentielle zeigt immer, dass da was sehr Grundsätzliches passiert, was ein weiter so eigentlich verbietet. Was ist das, was diese Welt so sehr verändert? Und man kann es vielleicht am einfachsten an diesen Cyber Physical Systems erklären. Also, dass wir nun über Internet verbunden sind als Menschen, das haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt. Heißt zwar nicht, dass jeder versteht, wie das geht, wenn ich mal an Passworte denke. Mehrere Millionen Menschen dieser Welt benutzen das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 6 auch nur deshalb, weil Microsoft irgendwann mal wenigstens 6 Zeichen verlangt hat. Also, das ist ja ein Zeichen, das eigentlich nicht verstanden wird, warum es ein Passwort braucht. Das, was jetzt passiert ist, jetzt sind also nicht nur Menschen, die sich vernetzen, sondern über diese kleinen Prozessoren mit Internetanschluss können auch Objekte in diesen Verbund mit einbezogen werden. Da haben wir das physikalische Projekt, die Maschine, das Auto, das kleine Teil da im Auto. Und durch so einen kleinen elektronischen Aufsatz, durch einen Prozessor, kleiner Prozessor, der mit anderen Prozessoren kommunizieren kann über zum Beispiel das Internet, entsteht plötzlich aus dem standardgemäß bekannten physikalischen System so ein Mischwesen. Manche Leute nennen das digitalen Zwilling, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Das, was hier passiert ist, dass plötzlich über diese kleinen Dinge, die auch nichts mehr kosten, diese Connectivity, diese Verbundenheit, diese Möglichkeit, über einen zweiten Weg zu interagieren, plötzlich überall ankommt. Nicht mehr nur an einem Computer, wo man früher hin musste, jetzt haben wir ja unsere mobilen Devices, nein, auch in Maschinen, in Auto kann das kommen. Und das verändert die Welt sehr deutlich, vielleicht am positivsten in diese Vision der Smart XY gebracht. Smart World, Smart Traffic, Smart Cars, Smart City. Was es da alles so gibt, dass ich plötzlich über diese Verknüpfung Dinge steuern kann, die bisher nicht zu steuern waren. Diese Vision ist ein Stück positive, gibt natürlich entsprechend auch negative Versionen, die sagen, Mensch, diese Vernetzung wird schon, wie wir zusammenleben, sehr deutlich ändern, wie wir im privaten Leben agieren. Also wahrscheinlich ist die Wahrheit wie immer aus beiden Seiten bestehend. Wenn man das jetzt mal ein ganz klein bisschen philosophisch anschaut, dann ist es so, jedes Ding bekommt eine digitale Hülle. Und mit dieser digitalen Hülle entsteht plötzlich ein zweiter Weg zu interagieren. Bisher mussten wir, wenn wir irgendwie den Tisch verschieben wollen, da hinkommen, das braucht eine Zeit, dann konnte ich den Tisch nehmen, verschieben.
über so ein cyberphysikalisches System, das ist jetzt hier nicht gerade drin, drücke ich auf den Knopf und habe plötzlich virtuell die Möglichkeit, das Ding da zu verschieben. Aber jetzt nicht nur hier im Raum, sondern ich kann am anderen Ende der Welt was auslösen. Ihr sagt mal, jo, das ist so. Aber wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, also über diese physikalische Welt, da sind wir über Zehntausende Jahre, Hunderttausende Jahre evolutionär trainiert worden. Dass wir den Kopf wegziehen, wenn was kommt, dass wir wissen, wie viel Geschwindigkeit wir brauchen, wenn wir irgendwo hinrennen müssen, wenn wir wegrennen müssen, wie viel Kraft wir brauchen, irgendwas ein. Wir haben uns Umgang mit Gravitation, mit Masse, mit Raum gelernt. Hier entsteht plötzlich eine Ebene, wo all das keine Bedeutung hat. Gravitation im virtuellen Dauer, keine. Alles Lichtgeschwindigkeit, alles so schnell wie die Elektronen sausen. Raum, was heißt Raum? Also es entsteht eine zweite Ebene, womit ich ein Auto steuern kann, womit ich eine Maschine steuern kann, womit ich irgendwelche Dinge fahren lassen kann, die wir eigentlich noch nicht so richtig erfassen. Also wir, zumindest mal auch die ältere Generation, sind ja die Ersten, die damit überhaupt konfrontiert sind. Also ich bin Professor geworden, als es noch kein Web gab. Wenn ich das nur am Rande einer Vorlesung erwähne, staunen die Studenten, dass ich noch lebe. Also wir haben also jetzt verglichen mit Evolution überhaupt gar keine Chance zu erfahren, was es bedeutet, am anderen Ende der Welt in unmittelbarer Geschwindigkeit, fast Lichtgeschwindigkeit, dort irgendeine Action loszutreten. Was es heißt, Datenspuren zu hinterlassen. Es gibt ja dann irgendwie die, wie kriegt man die Daten wieder weg? Dann irgendwie die tolle Vorstellung, dass man einfach sich Daten löschen lassen kann. Das geht nicht. Also Internet und alles würde zusammenbrechen, wenn jeder da irgendwie seine Daten löschen könnte. Was man machen kann, ist den Link wegnehmen, dass man die Daten nicht mehr findet. Aber die Systeme reproduzieren sich ständig neu, das ist ein Backup-Mechanismus. Also was das heißt für unser Leben, dass Daten nicht mehr verschwinden. Informationen, die da irgendwo mal in Facebook eingestellt waren oder in irgendwelchen Jugendnetzwerken, nicht einfach zu löschen sind, wieder gefunden werden können. Was das für unser Leben heißt, kann keiner sagen. Man kann sich fantasiemäßig das ein bisschen vorstellen, was da ist. Aber es ist eine neue Dimension, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und deswegen glaube ich, dass die Gesellschaft mehrere Generationen brauchen wird, ein Stückchen vernünftigen Umgang damit zu lernen. Also dieser zweite Kanal, mit dem ich genauso gut auch physikalisch interagieren kann mit etwas, neben dem traditionellen physikalischen, ist dieser virtuelle und der folgt anderen Gesetzen. Also Geschwindigkeit wahnsinnig schnell, Lichtgeschwindigkeit, Distanzen spielen keine Rolle mehr. Das heißt, Herausforderungen an ganz verschiedenen Stellen. Damit die Maschinen angesprochen werden können, auch über diese Prozessoren, braucht man sowas wieder wie eine Sprache, eine gemeinsame Sprache, dass die sich verstehen. Das ist etwas, was die Entwerfer von solchen Devices erstmal nicht im Auge haben. Die haben im Auge die Funktionalität. Das braucht auch Absprache, weil natürlich jeder Hersteller sagt, meint, das ist das Beste hier. Und guck, man braucht einfach nur meine Devices zu nehmen und dann verstehen die sich alle. Aber das Problem ist ja die Interoperabilität, mit denen von anderen kommt. Ich sage immer, in der Fotoindustrie früher war das so. Da hat man irgendwie die Leute gezwungen, wenn man den Fotoapparat gekauft hat, musste man übers Gewinde eben auch noch das Objektiv bei der Firma kaufen. Irgendwann haben die Firmen verstanden, Mensch, wenn ich wenigstens ein Fotoapparat oder wenigstens das Teleobjektiv verkaufe, dann habe ich schon was eingenommen. Und dann hat man über Standardisierung von Gewinden nachgedacht, was dann irgendwann selbstständig ist. Und in diesem Internetbereich sind wir noch nicht immer dabei. Zweites großes Thema, Umgang mit Daten. Big Data Analytics, Management, Methoden, sehr schnell Dinge ausrechnen zu können. Europa, wir sind ja vielleicht sogar, sagen wir gar nicht Europa, Deutschland immer irgendwie sehr moralisch, sind also ganz stolz in der Öffentlichkeit, tolle Datenschutzbestimmungen zu haben. Ja, aber die verhindern Ausnutzung und Entwicklung der Big Data Technologien. Wir haben jetzt, weil wir den Bereich Digital Health aufbauen, vor letzten Monat ein Hasso-Platten-Institut in den USA gegründet, damit unsere Forscher mit unseren Studenten eben mit moderner Technologie weiter umgehen können und nicht hier mit Datenschutzleuten diskutieren müssen, die am Ende noch nicht mal entscheiden, zu sagen ja oder nein. Kleiner Einschub, könnte dem vielleicht helfen. Wir haben den Auftrag von der Bundesregierung, eine Schulcloud zu entwerfen. Wissen Sie, wie der regulatorische Stand in Deutschland ist? Wenn ein Lehrer einen Vokabeltrainer im Unterricht benutzt,
macht er sich strafbar, wenn er nicht vorher von allen Eltern, ein Elternteil reicht nicht, von allen Eltern die Zustimmung hat. Warum? Dieser Vokabeltrainer setzt ja morgen wieder an, wo das Kind heute aufgehört hat, sammelt also personenbezogene Daten. Im 50. Jahr, dieses Jahr ist das 50. Jahr des Internets. Also schütteln den Kopf. So, jetzt die Frage, entweder lassen wir das Gesetz Gesetz sein oder versuchen da irgendwas zu bauen. Also es gibt hier sehr viel und eine große Trägheit. Wenn ich Ihre schöne Zeichnung sehe, dann haben wir hier irgendwie diesen kleinen halben Prozent der Gesellschaft, die irgendwie sieht, dass da wirklich Veränderungen hin müssen und wir Teil dieser Veränderung und wir diese Veränderung treiben müssen und vor allen Dingen gestalten müssen, im Sinne, dass was rauskommt, was uns dann gefällt, wo wir gerne leben. Die Masse kämpft mit, das soll so bleiben, wie es ist. Cloud-Systeme, IT-Security, ein Riesenthema, was auch noch nicht die Bedeutung hat, die es hat, weil in der Forschung, um mal zu zeigen, dass da irgendwas geht, das ist das eine. Zum Beispiel das Internet ist als Forschungsprojekt entwickelt worden. Da steht immer in allen Internetstandards, Security gucken wir uns später an, wenn das mal dann zum Einsatz kommen soll. Dieses Forschungsprojekt, dieser Pilotprojekt ist den Internetdesignern aus den Händen gerissen worden. Und ist genutzt worden für Zwecke, für die es nie entwickelt war. Das heißt, massenhaft Sicherheitsprobleme kommen aus dem Standort, dass das Internet Sicherheitsmechanismen nicht in hinreichendem Umfang eingebaut hat und man mit Sondersystemen oben drüber versuchen muss, das hinzukriegen. Diese Veränderung der Welt ändert natürlich auch das Business. Das wissen Sie hier, also Film, Kodak gibt es nicht mehr, die Hotels, das erfolgreichste Hotelunternehmen hat kein einziges Gebäude. Taxi, Uber, Deutschland wehrt sich noch. Aber wenn Sie woanders sind, also ich steige dann immer noch altmodisch in irgendwelche Taxis ein, die in den USA irgendwie gelb und dreckig und alt sind. Meine jungen Kollegen, die holen sich dann irgendwie die schönsten Autos ran, die dann auch noch freundlich zu den Fahrgästen sind. Da sitzt man nicht hinter einem Käfig, sondern wird gefahren. Also ich sage jetzt nicht, dass das alles gut ist, was damit reinkommt, nur man muss sich dem stellen und nicht wie Deutschland verbieten. Verbieten rufen und verbieten machen. Kaufen, Amazon, alles klar. Der große Punkt ist, jetzt in der Veränderung, das ist ja bei Industrie 4.0 oft besprochen worden, es war ja in der Entwicklung der Produktion dann der Höhepunkt, die Automatisierung am Fließband. Und dazu hat man irgendwie immer mehr Leute überzeugt, du, es wird billiger, wenn du ein paar Sonderwünsche nicht äußerst. Wenn wir irgendwas finden, was für alle gleichermaßen gut passt, nicht hundertprozentig, aber 98%, dann hast du den großen Vorteil, wenn du auf die 2% verzichtest, dass du dann wegen der Produktionsmöglichkeit, dann in großen Massen zu produzieren, das billiger bekommen kannst. Jetzt mit diesen neuen Formen der Produktion kann genau dieser Preisvorteil erhalten bleiben, wenn ich wieder meine 100%, wieder mein Sonderprodukt, meine Sonderausfertigung haben will, weil es ist gar kein Problem in diesem Prozess, genau an dieser Stelle bei diesem Auto eben die grüne Spritze oder die blaue Spritze oder den anderen, das andere Sofa da einzubauen. Vielleicht Bemerkung, das Offensichtlichste, was passiert, ist ja dieses, was damit KI umschrieben wird. Die Älteren wissen, es ist schon der dritte KI-Hype, den wir sehen. Der erste ist in den 50er Jahren gewesen, als es mit den Computern überhaupt losging. Da sind so die ganzen Science-Fiction-Romane auch damals geschrieben worden, die ja zum Teil heute noch sehr interessant zu lesen sind. Dann ist in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, gab es einen zweiten Hype. In Deutschland ist das DFKI gebaut worden. Und das war die folgende Idee, die Computer sind nun da. Und wenn wir Menschen was tun, dann entscheiden wir nach Regeln. Also lass uns einfach alle Regeln beobachten. Lass uns die Regeln programmieren in Computer und dann können die genauso entscheiden wie Menschen. Hat nicht geklappt. So doll mit unseren Regeln ist das nämlich nicht. Das sind viele Dinge, die ganz außerhalb der Regeln, aus dem Bauch entschieden werden und es ist gut, dass es so ist. Die dritte Welle heute ist, dass wir die Maschinen selber lernen lassen können, ohne genau zu wissen, was wir sie lernen lassen müssen. Also die Computer sind in der Lage, aus Datenmaterial zu sehen und davon Strategien intern zu entwickeln, die da sind. Das
diesmal das eine andere Qualität hat. Der Hype wird wieder vorbeigehen, es wird wieder einen Hype geben. Trotzdem hat das diesmal eine andere Qualität. Und das sind im Wesentlichen die folgenden Dinge. Es ist Big Data available. Für dieses Lernen vom Computer können wir ihm 1 Million Katzenbilder zeigen. Und wenn ein Computer 1 Million Katzenbilder gesehen hat, ich sag mal, dann ist auch der döfste Computer in der Lage, das 1 Million erste Bild, was eine Katze zeigt, als Katzenbild zu identifizieren. Ich übertreibe maßlos, weil nämlich, um das zu machen, ein unwahrscheinlicher Bedarf an Energie heute notwendig ist. Wenn diese Wünsche und Vorstellungen alle mit den heutigen Methoden in Gang wären, dann würden wir nur noch Energie produzieren, um diese Maschinen lernen zu lassen. Zweite Feld ist Hardware. Die große Parallelisierung, GPUs und sowas, die jetzt in großer Zahl zur Verfügung stehen. Die In-Memory-Datenbank-Technik, HANA, wer das bei SAP kennt, die übrigens im HPI konzipiert wurde. Cloud Computing, also dass selbst kleine Devices dann ihre Daten eben nicht mehr große Rechner selber brauchen, sondern ihre Daten in die Cloud geben und dort sind dann die großen Rechner. Und eben die Algorithmen. Warum wir das, diese KI-Unterstützung brauchen, hier vielleicht ein paar Zahlen. Das ist das, also in einer Minute 400 Stunden Video werden bei YouTube hochgeladen. In jeder Minute. Also wer kann das noch sehen? Gut, ein Teil da zu sehen ist gut. Wenn das ausgewertet werden will, wenn da gesucht, wenn da umgegangen werden, brauchen wir maschinelle Unterstützung. 35 Billionen IT-Devices heute schon. 2018 hat Amazon 550 Millionen Produkte angeboten. Künstliche Intelligenz, hier vielleicht ganz kurz, ist natürlich so ein Oberbegriff. Machine Learning, das ist dann das Eigentliche, was heute den neuen Drive gibt und die neue Vorstellung, die Fantasie weckelt. Aber dieses repräsentative Learning, das ist das mit den Regeln. Machine Learning nach Statistik, die Maschine anzupassen, wenn sie wärmer ist, dann ein bisschen langsamer zu laufen. Das sind alles Methoden, die unter dem Begriff KI laufen. Manches ist davon schon ganz selbstverständlich und manches ist neu. Das, was ein Stück neu ist und was den neuen Hype ausgelöst hat, ist das Deep Learning, nämlich dass Maschinen ähnlich wie Menschen lernen können. Also es ist ja auch so, in der Kindheit kriegt man Dinge gezeigt und irgendwann sind da so viele Dinge, dass man dann selber erkennt. Jetzt ist das bei Maschinen natürlich alles ein bisschen langsamer, aber man schafft es auch dort, Nachbilden von solchen Lernteilen und der Vorteil, den man hat, man kann eben wirklich heute elektronisch den 1 Million Bilder von davon zeigen und 1 Million Bilder davon. Also man hat Material für dieses Learning. Dass dieses Lernen schwer ist, auch für Menschen nicht immer einfach ist, zeigen vielleicht diese kleinen Beispiele. Nicht? Irgendwo. Und das ist, für uns Menschen kriegen wir das hin, für Maschinen ist das toll, dass sie das heute auch manchmal hinkriegen. Ich will eins zeigen. Eventuell laufe ich damit, im Moment, eine Minute raus aus dem Zeitplan. Wie kann ich das starten? Mit dem kann ich es nicht starten. Ist da? Hallo? Ist keiner? Also okay. Das ist jetzt Lernen, aus so einer kleinen Sackgasse rauszukommen. Immer wieder starten, immer wieder lernen. Und Sie sehen, es geht immer ein kleines Stückchen weiter. Das ist jetzt mal veranschaulicht, wie diese Lernprozesse laufen. Oben rechts sieht man diese Netzwerke. Und bei diesem Netzwerk, was also praktisch die Steuerung übernimmt, sehen Sie, dass sich die Verknüpfungen immer ein Stück ändern. Mal dicker, das sind solche Skalare, die da dran ist, mal in den Farben. Dann bei der nächsten Runde kommen neue Informationen. Das ist übrigens bei uns Lernen auch. Lernen passiert, wenn man das heute weiß, durch neue Verknüpfungen, die sich hier oben im Knopf setzen. Das machen diese Netzwerke. Und irgendwann sind die dann so eingestellt, haben so viel gelernt, dass das Ding... Es schafft, ist schon soweit? Ja, noch nicht. Dass das Ding es schafft, da herauszukommen. Das ist aber eine schöne, wirklich bildliche Darstellung, was da bei diesem Lernen passiert. Das ist ganz stur und jetzt diese Einstellung hilft dann dem nächsten Auto, was natürlich mit dieser Einstellung fährt, da irgendwie rauszukommen. Wenn man mal guckt, es gibt ein paar Sachen, da ist das Deep Learning gut. Das ist zum Beispiel Bilder erkennen, das ist zum Beispiel Image Recognition, das ist zum Beispiel Spracherkennung. Also hier ist das, was der Mensch im Durchschnitt kann. Also der Mensch
macht auch Fehlentscheidungen, sagt, das ist es und dann hat er gar nicht genau. Also in den 15, 16 sind die Maschinen besser in der Fehlerrate, besser geworden als die Menschen, aber eben nur bei ganz dezidierten Aufgaben. Bild, den Inhalt zu erkennen und bei der Sprache die Spracherkennung. Sie merken das mit der Spracherkennung, dass heute ja so manche Service-Hotline sehr viel freundlicher ist als früher, weil sie eben nicht mehr von einem Menschen. Okay, neue Businessmodelle sind dadurch möglich. Da haben Sie drüber nachgedacht, will ich gar nicht weiter eingehen. Zeit drängt ein bisschen. Vielleicht ein paar Punkte, die jetzt ganz dringend in diese Betrachtung immer mit einbezogen werden. Sicherheit. Also dieses Thema Sicherheit, wenn jetzt auch Maschinen anfangen, sich zu vernetzen, Entscheidungen zu treffen, irgendwie loszulaufen, Knöpfe zu drücken, ist etwas, wo wir noch in viel umfänglicherem Maße nachdenken müssen, als das bisher der Fall ist. Das Thema, wie wird sich die Arbeit ändern? Also ich bin vielleicht auch jetzt nur schon ein bisschen älter, also irgendwie Leuten einfach Geld zu geben und sagen, bleib zu Hause, so wird es nichts. Gesellschaft ist immer angetrieben, motiviert, irgendwelche Dinge neu zu machen, besser zu machen, zusammen zu machen. Aber die Hierarchien verändern sich, die Kommunikation ändert, der Führungsstil verändert sich. Das sind Dinge, die wir durchaus wahrnehmen, und zwar einfach mithilfe dieser sehr viel schnelleren Kommunikationswege. Lernen. Also ich glaube, die Rolle der Universitäten wird sich ändern. Jetzt, heute konzentriert die sich auf die Ausbildung junger Leute. In dieser sich stark wandelnden Welt wird Ausbildung auf jeder Lebensalterstufe immer wieder neu gebraucht. Und dazu bieten die digitalen Medien natürlich selber auch guten Anlass. Wir haben im HPI, haben Sie gesehen, unser Open HPI, unser MOOC-Angebot, Massive Open Online-Kurse. Sehr, sehr viele Lerner. SAP hat das bei ihrem Open SAP, die Weltgesundheit setzt das ein, mit neuen Formaten, mit so Kursformaten, Leute zu interessieren, Neues zu lernen. Und das ist etwas, was unbedingt notwendig ist, also mit einem Studium und dann 40 Jahre durch den Beruf gehen, das wird nicht mehr klappen. Also hier diese Online-Formate in Kursform, übrigens, das ist der Punkt. E-Learning gibt es ja eine ganze Weile schon, aber der meisten Menschen sind keine Autodidakten. Zu Hause da alleine vor dem Bildschirm zu sitzen und da irgendwas zu folgen und dann klingelt das Telefon und die Freundin kommt und man hat Hunger und was es da so alles für Ablenkung gibt, aus dem Hörsaal rauszugehen, das ist ein bisschen schwierig, da muss man aufstehen, alle gucken, wird man rot und so weiter. Da irgendwie zu Hause die Klappe zuzumachen und sagen, ich mache nachher weiter, was dann oft nicht klappt, schlecht. Aber mit diesem Kursangebot, dass man ganz viele Lerner interessiert und plötzlich mit Social Media miteinander in Verbindung bringt, plötzlich ist das auch nicht mehr so ein frontales Lernangebot, sondern es wird ein Lernereignis, wo auch die Erfahrung und das Wissen der Teilnehmer mit eingeht und das Ganze treibt. Design Thinking, hier diese Uhren haben wir ja in Deutschland publik gemacht. Also ein Mindset-Änderung, die helfen soll, auf diese Veränderung, auf die Möglichkeit der Veränderung einzusteigen. Sehr stark auf Teams setzen, interdisziplinäre Teams, interdisziplinär gar nicht so sehr, damit so ganz viel verschiedene Wissen zusammenkommt, sondern damit nicht die Fachleute wie immer das Gleiche diskutieren und dann diesen kleinen Quäntchen Optimierung reinbringen. Und dann vielleicht das Allerwichtigste, diese in der Wirtschaftswelt Kundenbezogenheit, User-Zentrik, Human-Zentrik. Gerade in der Informatik ist es so, da werden Programme gebaut und die Leute, die bauen, haben Spaß am Programmieren, die haben nicht so großen Spaß, am irgendwie mit dem Kunden zu reden und rauszukriegen, was der wirklich genau will, wissen will, sondern die freuen sich da an den Features. Und dann kommen Systeme heraus, die dann, wo der Mensch sagt, muss ich lernen, so mit umzugehen. Also das von vornherein in die Entwicklung zu nehmen, zu gucken, was interessiert denn meinen Kunden überhaupt? Vielleicht ist das, wo ich denke, die große Neuigkeit, vielleicht ist das für die gar nichts. Also das kommt beim Design Thinking raus. Und wichtig ist, es geht nicht mehr in den Sektoren, wie in der Vergangenheit, dass die Politik irgendwas macht und die Wirtschaft macht was, sondern es wird eine Interaktion von allen brauchen, damit die gesellschaftliche Entwicklung gut vorankommt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und vielen Dank, Herr Professor Meinl. Dankeschön.
ich muss mich entschuldigen, ich habe jetzt nicht gesagt, wie Sie Ihr Unternehmen führen sollen. Aber ich glaube, dieses Gesamtsetting, was mit unserer Gesellschaft passiert, lässt dann Schlussfolgerungen zu. Und mit Sicherheit ist da keiner in der Lage, heute zu sagen, du musst es so machen.